Guten Abend und grüß euch miteinander bei SRF mehr beim Kulturwetter. Viel los in der Region. Ein Hochdruckgebiet am 23. November sorgt in der Kulturgarage noch mal fürs Beste, nämlich die vierte Designbörse. Mit viel Altbekannten, wie zum Beispiel Auktionen am 4., am 6. und am 8. mit 11 Bier und Wein aus dem Wini und gutem Design aus den letzten 100 Jahren. Feierlich und weihnachtlich wird es Anfang Dezember zwischen 3. und 8. Dezember auch in der Kulturgarage für Gross und Klein an dem Krippenspiel. Ochs und Esel. Ochs ist der Hans-Peter Bader, Esel ist der Jens Wachholz. In der Krippe, das Jesuskindli, der Jacques Spelti. Feierlich, aber mit einem frischen Wind wird es dann Ende Jahr noch mal spannend. 27. und 28. Dezember im Uferbau ab den 8. der legendäre Christian Morgenstern oben. Tier, schräge Vögel, Mönche können eine Stimme über Texte von Christian Morgenstern gelesen, von Jens Wachholz, umrahmt musikalisch von Ben Jäger ab den 8. im Uferbau. Das Beste am Schluss, am 29. Dezember, nochmal richtig ruhiges Wetter mit viel Glück, nämlich ab den 5. in der Kulturgarage Solothurn Schinkli-Lotto. Seid dabei, versucht euch das Glück, jetzt noch gute Unterhaltung. Adieu miteinander.